Willkommen zurück hier bei Let's Play Detroit Become Human. In der letzten Folge sind wir hier. Ah ja, das kennen wir schon. In der letzten Folge haben wir... Ich möchte mir gerne dieses Beweisstück angucken. Da haben wir... Hier kann ich noch rausgucken. Wir sind hier bei diesem Mordfall angekommen und kümmern uns da jetzt mal drum. Wir gucken uns alles wieder genau an, wie beim letzten Mal auch. Nur hoffentlich finden wir dieses Mal auch alles. Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Ja, moin. Gar nicht strange oder cringy. Oh Mann. Der Android von dem Typen tut mir echt leid. Ich würde das gerne nochmal angucken. Ist das möglich? Ich habe da nämlich was verpasst. Gossip Weekly, auch wie sich das anhört. Okay. Also so ganz unschuldig sind die Androiden ja auch nicht. Ist halt aber auch gerade, wenn man dann halt so Drogen nimmt, eventuell nicht ganz falsch. Es klingt fies, aber ich verstehe es irgendwo so ein bisschen. Ist das denn Elektrozaun oder was war das da gerade? Merkt euch immer, Drogen sind schlecht. Kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Hier steht überall Kram. Zwanghaft schreiben. Okay, ein Beweisstück fehlt uns noch. Ich denke mal, das wird das da bei der Leiche sein, wo der Detective eben im Weg stand. Na los, Leute, macht mal hin. Wir wollen ja nicht übernachten. Nicht? Ich dachte, das war der Plan. Hier muss es noch irgendwo etwas geben. Ein weiteres Beweisstück. CSI, ja moin. Ah, hier ist noch was. Ist das auch ein Beweisstück? Ich weiß es nicht. Wohl eher nicht, oder? Nee, leider nicht. Ich will das halt schon fertig machen, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Gut, er ist jetzt noch hier. Die müssen wir halt sowieso noch untersuchen. Hier waren wir schon. Irgendwas fehlt noch. Ich fände es halt ganz cool, wenn wir die Beweisstücke hier sehen könnten. Vielleicht ist der Typ auch selbst das letzte Beweisstück. Darüber habe ich eben schon mal kurz nachgedacht, aber ob das... Wir untersuchen ihn erstmal. Okay, der sieht halt nicht mehr so fresh aus, ne? Salzsäure. Red Eyes, okay. Da soll der andere Typ von vorhin, der mit der Boss von Kara sozusagen, der soll mal lieber aufpassen. Sonst endet der noch genauso. Messerstiche. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Maden oder so ein Kram.
Okay. Opfer wurde erstochen. Wir gucken uns erstmal alles so genau an, wie es nur geht. Okay, also die beiden sind erst hier. Okay. Dann gehen die hier lang. Er sticht nochmal. Weil einmal ja nicht reicht. Der fällt hin. Will sich auf den Sessel legen und jetzt kommt er nochmal und sticht ihn nochmal. Stimmt's? Jawohl, okay. Genau über dem I'm Alive, unter dem I'm Alive. Das ist irgendwie ein kleines bisschen. Wie nennt. Und er sticht einfach weiter auf ihn ein. Ja, moin. Ein kleines bisschen. Ironisch. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Hier drüber ist noch was. Das wird vielleicht das letzte Beweisstück sein. Jawohl. Normale Buchstaben, Schriftart. Ich wollte das noch kurz lesen. Das wird wohl nichts mehr. Okay, was ist jetzt noch Aufgabe? Ich glaube, wir haben alles, oder? Erstatte Lieutenant Anderson Bericht. Ich glaube, es heißt Lieutenant, oder? Ich weiß es nicht. Lieutenant. Sag ich ja. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Macht's doch nicht so schnell. Ich möchte in aller Ruhe meine Auswahl treffen und ich werde mich am Ende wieder mit den Knöpfen vertun. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Oh Mann, das wird noch interessant. Ich hätte das doch auf einfach stellen sollen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Okay. Suche nach blauen Blutspuren. Allein schon, weil da so im Garten und so ein Kram stand, glaube ich, dass dieser Bereich jetzt eher für uns uninteressant wird. Hier komme ich wohl nicht raus. Da draußen war doch irgendwas Blaues, oder irre ich mich? Vielleicht bin ich auch dumm, ich weiß es nicht. Hier ist tatsächlich welches. Er läuft hier lang. Ist er aus dem Fenster raus? Ich glaube schon, da war irgendwas, ne? Nein, ist er nicht. Okay, er ist da lang gegangen. Ist er im Schrank? Als ob der sich jetzt im Schrank versteckt hat. Oder hinter dem Schrank? Oder was das auch immer ist?
man hier noch durch? Nein. Hier stand mal irgendwas. Eine Leiter. Aha. Okay, er wird halt auf dem Dachboden sein. Ich meine, der hat die Leiter ja auch benutzt. Hier war er aber auch. Finde etwas zum Klettern. Ich glaube nicht, dass er auf die Statue steigen kann. Das wird nichts. Gibt es hier einen Stuhl oder so, den wir mitnehmen können? Sage ich ja, ein Stuhl. Das passt. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Ich erschlag dich schon nicht. Chill. Dann überprüf mal schön. Na, jetzt wird's spannend. Oh oh. Oh oh. Da ist jemand. Okay. Das ist nicht der Android. Das Blut führt hier halt lang, ne? Ja, okay, er ist hier. Ich kann jetzt auch nicht mehr das Radar benutzen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich, verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Okay, mit Glück wird er halt jetzt nicht auseinandergenommen und umgebracht. Abweichler gefunden. Okay, ein paar Sachen habe ich natürlich wieder nicht. Aber allgemein ist der Schnitt, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? 73%, das geht doch in Ordnung. Ja gut, manche Wege kann man halt einfach nicht ändern, ne? Wenn man hier draußen wartet und so. Alles klar, gut. Das hier wäre wahrscheinlich dann der Weg gewesen, wenn wir ihn nicht gefunden hätten, gehe ich mal von aus. Aber allgemein sieht das doch nicht schlecht aus. Wir sind mal wieder bei Kara. Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Serviere das Essen. Okay. Ich
Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Halte das Licht an. Wo? Okay, hier. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche... Was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheißgroßartig. Oh Mann. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Man muss deshalb trotzdem nicht so eskalieren. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Wäre ich aber auch, aber ich hätte das Kind mitgenommen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Aber sowas von überhaupt nicht. Okay, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Okay, was macht er jetzt? Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie haben, aber... Todd, ein Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. Oh oh. Komm schon, steh auf. Na los, komm her, du kleine Kalte. Nein, Danny, nicht. Tu mir nicht weh. Bitte tu mir nicht weh. Raus da. Zwing mich nicht, dich zu holen. Okay, jetzt knallt's. Siehst du was doch. Willst du, tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh shit. Vorsicht, Kara! Oh shit. Oh.
Oh oh. Komm schon. Oh no. No, das machst du nicht. Oh shit. Nein. Shit. Ich bin so schlecht in Controller-Steuerung. Das ist schnell eskaliert. Alter, meine Hände sind ja jetzt komplett verschwitzt. Wir setzen hier einen Cut. Was hier jetzt passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Thank you.